Es gibt Neues von Ingo Lenzen. Kennen Sie ja, ne? Mr. Chief Justice von Sat1 Gold. Und der hatte wieder einen absoluten Knallfall am Telefon. Und zwar war das Marita aus Aalen. Ja, Grüße an Marita an dieser Stelle. Marita hat im Lotto gewonnen. Glaube ich, irgendwie, vielleicht. Man weiß es nicht genau, weil es hat wohl nicht ganz geklappt. Wann war denn das? Ja, das ist schon... Liegt schon ein paar Jahre zurück, so 2002. So lange bin ich schon am Kämpfen. 2002? Ja. Das sind 21 Jahre. Wie viel haben Sie denn da gewonnen? Ja, da, ich glaube 500.000 oder so. Das wüsste ich aber genau. Hey, also, so eine Geschichte habe ich aber noch gar nie gehört. Also Grundsatz ist mal der, also das muss ich Ihnen leider sagen, eine Verjährungsfrist von 3 Jahren gilt auch hier. Und wenn Sie 2001, so. 2002 einen Anspruch hatten, der ist verjährt. Der ist klagweise nicht geltend gemacht worden. Ja, dann ist gut, dann weiß ich Bescheid. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Okay. Was ist das denn? Nee, Moment mal. Also komm. Die kämpft 21 Jahre lang. Dann ruft die einmal hier bei Schnubbelbart Ingo Lenzen an. Und dann sagst du, ach so, ja, nee, dann ist gut. Tschüss. Ja, gut, es kann halt nicht jeder mit Geld umgehen. Ein Glück haben wir ja die Geissens. Ja, doch, weil die zeigen uns nämlich regelmäßig, wie reich sein richtig geht. Also Robert, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Leg die mal eben kurz auf den Bauch. Wir machen das jetzt erstmal über die Wirbelsäule, weil das ist nämlich sein Knackpunkt. Ja, ich weiß. Das ist der Knackpunkt. Woher weißt du das denn? Ja, deine Wirbelsäule. Ach, du weißt nichts. Hier, tu das Kissen mal weg, das ist ein hässliches Kissen. Tu das Kissen mal weg, das ist ein hässliches Kissen. Sagt ausgerechnet Roberto Gaisini. Tu das weg, das ist ein hässliches Kissen. Wobei er recht hat, das Kissen war wirklich hässlich. Zum ersten Mal bin ich mit Roberto, wollte ich schon sagen, mit Robert einer Meinung. Ist auch neu. Und das Kissen hatte Hühnerhaare, hast du gesehen? Kannst ja nicht drauf liegen. So, und von Shania Geis, da haben wir ja letzte Woche erfahren, sie ist stinkesauer, weil sie hat keinen Bugatti bekommen. Oh. Ja, 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 Sie haben vollkommen recht. Jetzt stellt sie sich aber heraus, die hat auch gar keinen Führerschein. Wirklich. Ja. Und raten Sie mal, warum? Sie werden nie drauf kommen. Das liegt nämlich daran, wo die Fahrschule liegt. Du hättest ja easy, wir waren Nein, jetzt 2 Wochen hier. Du hättest jetzt easy in den 2 Wochen. Die Fahrschule ist am anderen Arsch der Welt. Warte, es gibt noch einen anderen Arsch der Welt? Das wusste ich nicht. Wolfgang, wir waren immer nur am Arsch der Welt. Es gibt noch einen ganz anderen Arsch. Da müssen wir auch mal hin, das ist bestimmt auch Kacke. Oh Mann, ey, wer weiß, was ich alles nicht verpasst habe. Oh. Ich möchte mich hiermit festlegen. Ich glaube, Shania Geis hat den gleichen IQ wie Einstein. Robert und Carmen tun mir aber auch manchmal echt leid. Ja. Wobei, die haben ja Probleme. Ne? Die haben ja nicht nur reichen Probleme. Manchmal haben die auch richtig Probleme mit dem Wetter. Robert! Kommst du bitte mal schnell? Carmen, ich bin mit den Kindern am Telefonieren. Das ist schlecht. Warum soll ich denn kommen? Wir haben einen Okay, ruf mich später an, wenn du Zeit hast, Davina, okay? Was ist, Carmen? Robert, ich drehe am Rad. Was ist? Das Unwetter war nicht gut. Oh nein! Oh. Oh. Nein, doch. Oh. Aber das kennt doch jeder, weißt du, du bereitest die Gartenparty vor, alles ist wunderschön und dann war das Unwetter nicht gut. Ab wann ist ein Unwetter gut? Ab wann ist das gut? Wenn der Fernsehgarten ausfallen muss, wann ist es gut? Können Unwetter schlecht werden? Weiß ich nicht, reifen die noch nach? Wie sieht gutes Unwetter aus? So viele Fragen. Und das alles nur, weil Carmens Gehirn sich manchmal blitzartig zurückzieht und sagt, mach allein.